Wer von euch hat das Ganze schon mal beobachtet, dass Frauen oft mit älteren Männern abhängen? Und hast auch das Gefühl, dass Frauen gar nicht mehr auf junge Männer stehen? In diesem Video erkläre ich dir 4 Gründe, warum Frauen eben auf ältere Männer stehen und wie du das zu deinem Vorteil als jüngerer Mann benutzen kannst. Herzlich willkommen bei den ultimativen Verführern. Wir sind ein Flirtkanal, in dem wir dir zeigen, wie du Frauen mit Leichtigkeit in jeglicher Alltagssituation ansprechen, daten und verführen kannst. Viel Spaß mit dem Video. Grund Nummer 1 ist die Reife mit Erfahrung. Die meisten Männer mit 40 haben schon einige Dates hinter sich, haben schon Beziehungen hinter sich. Sie wissen einfach, wie die Dynamik in der Regel läuft. Und du als junger Mann, der jetzt zum Beispiel noch nicht bei uns im Coaching war, der noch nicht selber viele Frauen kennengelernt hat, der weiß es nicht. Du bist unsicher, wenn du eine Frau ansprichst oder du traust dich erst gar nicht, eine Frau anzusprechen. Da kommt der ältere Mann, lädt sie vielleicht auf einen Drink ein. Der ergreift die Initiative, vielleicht auch noch nicht perfekt, weil er auch noch nicht weiß wie, aber er ist einfach entspannter als du. Und er hat schon eine Lebenserfahrung, der hat schon einiges gesehen. Und du bist noch ein Küken, der gerade aus dem Elternhaus ausgezogen ist, der gerade sein Studium fertig gemacht hat, eine Ausbildung fertig gemacht hat und eben noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hast. Und dann kannst du natürlich mit einem Mann nicht mithalten, der eben entspannt ist, locker ist. Was du hingegen machen kannst, ist, du kannst dir zum Beispiel meine Videos anschauen, Tipps holen und an dir arbeiten, dir ein Hobby holen, wo du entspannt wirst, vielleicht auch mal meditieren. Du kannst eben deine mangelnde Lebenserfahrung durch Entspannung, Disziplin und Fokus wettmachen. Und dafür würde ich dir wirklich empfehlen, meditiere. Hol dir zum Beispiel eine Sportart, ein Hobby, wo du Leidenschaft hast oder setz dir Ziele im Leben und sprich Frauen an. Sammle diese Erfahrung. Auch mit jedem Kopf wirst du entspannter und erfahrener. Und das wiederum wird deine Ausstrahlung, wie bei den älteren Männern, zu einer sehr entspannten, coolen Art machen, wo sich die Frauen eben wohl und geborgen fühlen. Grund Nummer 2. Der Status und Erfolg. Männer mit Mitte 40, sagt man im Schnitt, haben schon ihre Arbeit gemeistert, sind in der Karriereleiter aufgestiegen, haben ein gewisses Standing. Zum Beispiel, ich bin jetzt fertig mit meinem Bachelor, bin auch ein ganz entspannter Ingenieur, ich fange neu an. Während hingegen Arbeitskollegen 10 Jahre älter sind, schon Projektleiter sind, deutlich mehr Geld verdienen, erfahren an der Beruf sind und dementsprechend auch einen gewissen Status und Lebenserfahrung mit sich bringen. Wenn du jetzt noch am Anfang bist, bist gerade frisch aus dem Studium raus oder aus der Ausbildung oder aus der Schule, dann kannst du natürlich noch nicht mithalten. Was du aber machen kannst, ist, du kannst dir Ziele im Leben setzen. Du kannst zum Beispiel sagen, du willst ein Business aufbauen oder dich in deine Arbeit, in deine Ausbildung, in dein Studium reinhängen und versuchen, schnell wie möglich Erfahrung zu sammeln und entspannter zu werden. Gleichzeitig mit Frauen ansprechen, kannst du ihm diese Gelassenheit lernen und verbreitest ebenfalls Status. Weil was heißt denn Status? Status heißt, du hast Macht, Macht oder du hast Geld und Einfluss. Quasi Geld lenkt eben die Macht und den Einfluss. Und das heißt, du bist entspannt und gelassen, weil ein Mann mit viel Auswahl, der eben einen hohen Status hat, der ist entspannt bei Frauen. Warum? Weil wenn die eine Frau keinen Bock auf dich hat, na und? Du hast doch eben diesen Reiz. Du kriegst jeden Tag neue Frauen. Dementsprechend bist du gar nicht mehr so bedürftig. Und wenn du noch das Gefühl hast, dass du eben nicht so entspannt bist, immer noch sehr bedürftig bist, Frauen hinterherjagst, du hast eine Beziehung gehabt, rennst deiner Ex hinterher, während sie schon längst schon 10 andere Männer in der Kiste hatte, dann wird es Zeit, dass du dein Datingleben selber in die Hand nimmst. Dazu kannst du dich unten in der Videobeschreibung bei uns in einem Kontaktformular eintragen. Dann rufen wir dich in den nächsten Tagen an, gehen deine individuelle Situation durch und wenn das mit uns passt, werden wir im Rahmen eines Coachings dein Datingleben revolutionieren und dann bin ich mir sicher, hältst du mit jedem älteren Mann definitiv mit und das auch ohne Status und viel Geld. Grund Nummer 3. Ältere Männer strahlen Sicherheit und Geborgenheit aus. Kombiniert durch Erfahrung, Status, gewisse Reife im Leben, sind die älteren Männer, wie schon vorhin erwähnt, sehr entspannt. Frauen wollen einen Mann haben, wo sie sich fallen lassen können, wo sie vielleicht eine Familie gründen können und dementsprechend ein Mann, der eben diese Sicherheit ausstrahlt, der Geborgenheit gibt, hat eben einen Vorteil. Und ein Mann, der schon Geld verdient, der auf eigenen Beinen steht, hat eben diesen Vorteil, den du als junger Mann in der Regel nicht hast. Was du machen kannst ist, da empfehle ich dir Fitness und Kampfsport. Damit lernst du zum einen, dich zu beherrschen, selbstsicherer zu werden, selbstbewusster zu werden, was wiederum dazu führt, dass du viel mehr Sicherheit ausstrahlst und auch Geborgenheit schenken kannst. Und
Und dann kannst du deine Nachteile, die du eben nicht durch die Zeit wettmachen kannst, eben über diesen Weg ausgleichen. Wenn du dafür auch keine weiteren Tipps mehr verpassen möchtest und sagst, geil, ich bin zwar jung, gerade aus dem Studium raus, aus der Ausbildung raus oder bin noch Student, was auch immer und hast noch nicht diese Sicherheit, aber du willst trotzdem jetzt schon Frauen verführen können und willst dafür keine Tipps mehr verpassen, dann abonniere einfach diesen Kanal und das Ganze ist auch völlig kostenlos. Grund Nummer 4, Humor und Gelassenheit. Mit der nötigen Erfahrung und Reife kommt der Humor und die Entspannung. Und das hast du vielleicht noch gar nicht. Ich würde dir empfehlen, deinen Humor zu trainieren. Und somit wirst du Humor entwickeln und kannst dann mit älteren Männern mithalten. Wenn du jetzt ein Anfänger bist und jetzt noch wissen möchtest, wie du Frauen verführen kannst und du weißt nicht, welche Fehler du machen kannst, dann hilft dir dieses Video. Da kannst du 3 wichtige Fehler vermeiden, um eben bei Frauen erfolgreich zu sein.